Tirol TV Sommergespräche 2012, diesmal zu Gast im Forum in Rom, gemeinsam mit Frau Landtagsabgeordneten und der Landessprecherin der Tiroler Grünen, Frau Ingrid Philippe. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Frau Landtagsabgeordnete, die Tiroler Landespolitik ist in die Sommerpause gegangen. Wenn man jetzt erinnert sich an Ihren Erfolg zur Wahl der Landessprecherin, ein wenig zu früh vermutlich, weil Sie hätten ja doch noch einiges am Programm stehen, oder? Ja, ich muss sagen, die Wahl zur Spitzenkandidatin unserer Bewegung hat mir natürlich sehr viel Energie und Kraft gegeben. Und jetzt im Sommer gehe ich es ein bisschen gemütlicher an, so wie die meisten von uns. Es wird gearbeitet, klar, sehr viel vorbereitet für die kommenden Herausforderungen. Aber wenn das Wetter es ein bisschen zulässt, dann bin ich momentan gern draußen unterwegs. Jetzt in die Ferien besonders gern mit meinem Sohn. Wie wichtig ist denn für die politische Diskussion innerhalb der Grünen die Beteiligung in der Regierung, in der Landeshauptstadt Innsbruck? Hat es doch mal einen Auftrieb gegeben? Klar, ich glaube, alle, die in letzter Zeit in Innsbruck waren, beziehungsweise die in Innsbruck leben, spüren das, dass sich in Innsbruck was verändert hat, dass sich was tut. Viele Dinge brauchen ein bisschen mehr Zeit, aber es sind die ersten Anzeichen sind schon spürbar. Auch uns Grünen, unserer grünen Bewegung, gibt das Ganze natürlich sehr viel Kraft und sehr viel Mut, weil wir uns über das Vertrauen freuen und weil die konstruktive Zusammenarbeit gelingen kann. Und das macht natürlich Lust darauf, das Ganze im Land fortzusetzen. Es gibt ja auch einen Themenbereich, wo die Tiroler Grünen immer sehr kritisch sein. Das ist also eigentlich immer bei den Projekten der Tiroler Wasserkraft AG. Wenn man sich jetzt dieses Kaunertal anschaut, einerseits versucht die Tiroler Wasserkraft mit sehr viel Transparenz zu arbeiten. Die betroffenen Gemeinden haben ein Bürgerbeteiligungsverfahren eingeleitet, sind beim Überlegen, ob sie auch Bürgerabstimmungen machen. Ist diese kritische Stellungnahme dann zum Projekt so ein Justamentstandpunkt oder worauf beruft sich das? Ja, es ist momentan ein sehr heißes Thema, Land auf, Land ab, weil es auch wieder so eine grundsätzliche Entscheidung ist, wo darf man was machen. Weil wir Grüne uns nicht mit Halbinfos aus Werbeinseraten zufrieden geben, waren wir vor ein paar Tagen gemeinsam mit einigen Menschen von vor Ort im Platzertal, also das ist das betroffene Tal, das eben für diesen Dammbau, 140 Meter hoch die Mauer, zerstört würde. Und das ist der erste Grund, warum wir diesem Projekt so kritisch gegenüberstehen, weil dieses wunderschöne Hochtal zerstört würde. Ein zweiter sehr wesentlicher Punkt ist, dass es für die Rentabilität dieses Projekts das Wasser von der Venta und der Gugler Ache aus dem Ötztal braucht. Das heißt, es muss Ötztal, Kaunertal, Platzertal gepumpt werden. Ich gehe davon aus, dass die Ötztaler ihr Wasser dafür nicht hergeben werden, weil sie es ja selber brauchen. Nicht nur die Natur, sondern auch die Menschen dort. Und die dritte Frage, die man sich einfach auch stellen muss, ist, ob diese Pumpspeicherkraftwerke mittel- bis langfristig rentabel sein, also beziehungsweise ein Mehr davon. Wenn man sich die Strompreisentwicklungen anschaut, dann lässt sich abschätzen, dass das auf längere Frist nicht mehr notwendig ist. Das heißt, es ist für uns kein zukunftsfähiges, nachhaltiges Projekt und deswegen sprechen wir uns dagegen aus. Wie schaut es aus mit den Vorstellungen für die Landtagswahl selbst? Eine Regierungsbeteiligung erwünscht oder will man stimmenstärkste Partei werden oder was hat man vor? Ja, weil solche unrealistischen, unrentablen und die naturzerstörenden Projekte momentan aus dem Boden schießen wie die Schwammerln zurzeit, braucht Tirol starke Grüne so dringend wie noch nie. Und weil es uns nicht nur um Regierungsbeteiligung und Positionen und Prozentangaben geht, haben wir uns ein ganz klares Ziel gestellt. Wir kämpfen um 50.000 und deine Stimme. Das heißt, wir möchten gern so viele Tirolerinnen und Tiroler wie noch nie von unseren Plänen für Tirol begeistern. Und wir sind uns sicher, dass wenn wir dieses Ziel erreichen, dann führt an den Tiroler Grünen, an starken Grünen, kein Weg vorbei. Weil starke Grüne sind die Garantie dafür, dass die Rechte der Natur und die Rechte der Menschen in unserem Land gewahrt werden. Und dafür braucht es den demokratischen Aufbruch in Grün. Ich sage mal danke für das Gespräch. Sehr gerne, danke schön.